Das wird heute mal wieder ein kleines, ich laber einfach mal nur sinnloses Zeug-Video, weil wir das schon lange nicht mehr hatten. In letzter Zeit gab es viele Vlogs und irgendwie Videos mit Inhalt und deswegen wird das einfach mal mehr oder weniger so ein kleines Update, was jetzt so demnächst geht. Und deswegen habe ich mehr oder weniger zwei Themen heute für euch. Erstens, ich habe euch schon lange kein Update mehr darüber gegeben, ob ich jetzt eigentlich wirklich hundertprozentig nach Japan gehen darf oder nicht. Und das lag daran, weil ich jetzt die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass ich halt irgendwie eine Bestätigung von der Uni bekomme, beziehungsweise dass ich irgendwas erfahre, was denn mein Visum angeht, etc. Und ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen mit der Zusage, dass ich an meiner Uni angenommen wurde. Und diese Zusage darf ich mir dann irgendwann demnächst, sobald sie hier in Deutschland per Post angekommen ist, abholen. Wegen dem Visum ist das so. Das Ganze ist jetzt gerade irgendwie beim Immigration Office in Japan eingereicht worden oder sowas. Und sobald die das dann fertig haben, bekomme ich dann nochmal so einen Schein, dass ich halt ein Visum beantragen darf. Und dann muss ich nach Berlin zur Botschaft fahren und dann mein Visum beantragen. Und das Ganze wird wahrscheinlich so um Ende August rum passieren. Das heißt, es dauert jetzt noch einen Monat, den ich eigentlich nur abwarten muss. Und dann erfahre ich, ob ich mein Visum bekomme oder nicht. Aber die Chancen, dass ich mein Visum bekomme, sind eigentlich ziemlich hoch. Also die Grundvoraussetzungen, dass man ein Visum bekommt, sind eigentlich A, man ist nicht krank, B, man ist nicht kriminell und C, man hat genug Geld. Und ich erfülle eigentlich all diese drei Kriterien. Natürlich gibt es dann immer noch ein paar Einzelheiten und Details, aber das ist eigentlich so das Wichtigste und das trifft bei mir halt zu, beziehungsweise nicht zu, je nachdem, wie man es jetzt formulieren will. Aber genau, deswegen denke ich, dass ich mein Visum bekommen werde. Und das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur noch einen Monat warten und dann steht alles zu 100% fest. Und das Ganze ist immer noch surreal für mich. Ich werde in nicht mal zwei Monaten schon wahrscheinlich in Japan sein und das ist, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also für mich ist es immer noch so, dass ich denke so, abwarten, abwarten. Es steht jetzt vielleicht so zu 90% wirklich fest, aber es sind immer noch 10%, wo es halt nicht feststeht. Und deswegen bin ich immer noch ziemlich skeptisch und finde das alles immer noch sehr, sehr surreal. Erst wenn ich wirklich da bin, dann werde ich mir sagen, okay, ich habe es geschafft, ich bin hier. Ja, ich wollte euch einfach mal ein kleines Update darüber geben, weil ich eben halt schon lange nichts mehr darüber berichtet habe, sage ich mal. Und dann gibt es heute noch ein zweites Thema und zwar habe ich ja vor kurzem die 100 Abonnenten-Grenze geschafft und ja, also das ist für mich auch relativ surreal. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken, mehr oder weniger. Also ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht. 100 sind zwar jetzt echt nicht viele, aber für mich ist das schon ziemlich viel. Ich hätte halt nicht mal gedacht, dass irgendjemand sich überhaupt für mein Zeugs interessiert. Deswegen ist 100 für mich schon so echt viel. Es sind viele Leute dabei, die ich halt auch persönlich kenne, aber es sind auch echt viele Leute dabei, die ich eigentlich überhaupt nicht kenne und über die ich mich auch gleich noch viel, viel mehr gefreut habe. Prinzipiell habe ich mich über jeden einzelnen Abonnenten echt mega gefreut. Es gibt so eine Liste, wo ich halt alle Abonnenten sehen kann. Immer wenn ich gesehen habe, dass die Abonnentenzahl nach oben gegangen ist, bin ich immer zu dieser Liste gegangen und wollte halt sehen, wer denn meine neuen Abonnenten sind. Aber die Liste braucht halt immer so zwei, drei Tage, bis sie sich aktualisiert. Und deswegen saß ich dann manchmal wirklich dreimal am Tag da und habe geguckt, sehe ich jetzt schon die neuen Abonnenten? Sehe ich jetzt schon die neuen Abonnenten? Aber ja, es dauert halt immer ein bisschen und das habe ich bis heute immer noch nicht gelernt, dass es eben ein wenig dauert, bis ich sie sehe. Aber ja, ich habe mich wirklich über jeden Einzelnen sehr gefreut und ich freue mich natürlich auch immer über alle Kommentare und ich versuche immer alles irgendwie zu beantworten oder irgendwie darauf einzugehen oder keine Ahnung. Und ja, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich hatte überlegt, so ein 100 Abonnenten-Special irgendwas zu machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Gerade, also, viele machen ja so Abonnenten-Special-Videos, wo sie halt irgendwas machen und dann halt einfach Abonnenten-Special drüber schreiben und ich dachte mir nur so, ja gut, das bringt ja niemandem was, deswegen, nee, nee. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht einen neuen Kanaltrailer zu machen zur Feier, dass wir die 100 Abonnenten geschafft haben. Weil der alte ja irgendwie ziemlich schlecht ist und ich ihn einfach nur drin habe, weil ich kein anderes Video als Trailer nehmen kann. Und deswegen, vielleicht mache ich dann mal was Neues.
Und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Vorschläge habt, dann bin ich da auch echt immer sehr offen für. Und ich mache das ja nicht nur für mich, ich mache das halt auch, um anderen ein Stückchen abzugeben von mir. Das klingt falsch. Es soll ja nicht nur mir gefallen, es soll euch auch gefallen. Ich werde zwar trotzdem nur das machen, was mir auch Spaß macht, aber wenn es euch dann auch Spaß macht, ist es ja gleich noch viel besser. Das klingt auch so falsch. Ich glaube, ich sollte aufhören zu reden. Ja, und das war eigentlich schon alles für heute. Mehr wollte ich gar nicht loswerden und ich wünsche euch auch eigentlich gar nicht so lange nerven mit meinem Gelaber. Und wie gesagt, jetzt nochmal ein letztes Mal ein ganz großes Danke an alle, die abonniert haben und an alle, die neu sind. Ihr könnt gerne dazukommen und auch abonnieren. Ich freue mich, wie gesagt, über jeden Einzelnen. Und ansonsten checkt doch gerne mal meine ganzen Social Media Krams aus. Entweder ist es hier irgendwo eingeblendet oder es ist halt auch alles unten in der Videobeschreibung. Gerade bei Facebook, da sind meine ganzen Cosplay-Bilder, wenn ihr sie sehen wollt. Und ja, ich werde jetzt für meine Prüfung lernen gehen und ich wollte euch nur mal ein bisschen updaten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!